Wolfgang Pirkelhuber, Landwirtschaftssprecher der Grünen, ist an Bord. Ja, 7:30. 7:30 ist eine gute Zeit. Zeit im Bild. Die Frage, ein Bild über die Landwirtschaft sich heute zu machen, was bedeutet das? Wenn man die Diskussion, die letzten Diskussionsbeiträge vom Kollegen Auer noch einmal beleuchtet, das möchte ich schon tun, um ein paar Dinge klarzustellen. Was du angesprochen hast, Kollege Auer, ist die ländliche Entwicklung. Ja, die ländliche Entwicklung sind nicht Agrarförderungen im engeren Sinn. Mir scheint es wichtig, in dem Punkt gebe ich dir nämlich recht, scheint es wichtig, die Mittel der ländlichen Entwicklung gesondert darzustellen. Und was die einzelnen Landesräte bekommen, sind Mittel für den Naturschutz, die sie vergeben an Landwirte, die Naturschutzmaßnahmen machen. Damit das auch hier noch einmal klipp und klar gesagt ist. Soweit einmal zur Klarstellung, was die Fakten betrifft. Dann, meine Damen und Herren, der grüne Bericht ist eine Analyse der Struktur der österreichischen Landwirtschaft. Und lassen Sie mir ein paar Eckzahlen sagen. Circa 166.000 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe haben wir noch. Davon wirtschaften 37% im Haupterwerb, 55%, also mehr als die Hälfte, im Nebenerwerb. Eine wichtige Größenordnung. Das sind viele Kleinbetriebe, auch von denen der Herr Bundeskanzler heute gesprochen hat. Betriebe, die aus steuerlichen Gründen, müsste man sie vielleicht Liebhaberei bezeichnen, die mit Herz und Seele Landwirtschaft betreiben, aber die am Überleben gehindert werden. Gehindert werden, in der Landwirtschaft mehr als ein Standbein zu haben, weil die Agrarpolitik ungerecht ist. Nämlich ungerecht in jeder Hinsicht, Kollege Auer. Und du weißt das genauso gut wie deine Kolleginnen und Kollegen. Warum? Wir haben viele Betriebe im Berggebiet, die sind von vornherein geografisch benachteiligt. Und wir haben im vierten Jahr hintereinander ein Minus bei den bäuerlichen Einkommen. Und meine Damen und Herren, wenn man die Zahlen der Statistik Austria konkret anschaut, Herr Kollege Auer, dann sind es seit 2011 Verluste je Arbeitskraft von 33%. Ein Drittel ihres Einkommens je Arbeitskraft haben diese Betriebe verloren. Ein Drittel, meine Damen und Herren. Das ist der Grund, warum die Bäuerinnen und Bauern ganz einfach zornig sind. Sie sind wütend über eine Art und Weise von Politik, die sie nicht mehr mittragen können. Sie können sie nicht mehr mittragen, Kollege Auer, und Sie sind mitverantwortlich, Sie von der ÖVP und vor allem Sie von der Landwirtschaftskammer, Kollege Schultes. Sie wären verantwortlich, die Interessenspolitik gerade für jene kleinen Betriebe zu machen. Und die vermissen wir. Die vermissen wir seit Jahren hier im Plenum. Keine Positionierung für die vielen Kleinbetriebe, die eben negative Ergebnisse haben. Und schauen Sie sich an, Sie brauchen nur Seite 79 des grünen Berichts aufschlagen. Auf dieser Seite 79 werden Sie draufkommen, dass 25% aller Landwirte und forstwirtschaftlichen Betriebe haben negative Einkünfte. Ein Viertel aller negative Einkünfte. Und jetzt muss ich immer wieder dazu sagen, weil das wissen die wenigsten, bei den landwirtschaftlichen Einkünften sind die Sozialversicherungsbeiträge noch nicht abgezogen. Das heißt, die Bauern, die negative Einkünfte haben, müssen dann noch Sozialversicherung leisten. Wenn man das berücksichtigt, ist mindestens ein Drittel der österreichischen landwirtschaftlichen Betriebe negativ im Betriebsergebnis. Meine Damen und Herren, das ist erschütternd. Das ist erschütternd. Und das ist der Grund, warum der Herr Bundeskanzler zu Recht, wenn er sich so eine Buchhaltung anschaut, die Welt nicht mehr versteht. Wieso sollen solche Betriebe so hohe Sozialversicherungsbeiträge leisten, wenn sie im Nebenerwerb sind, ihren Betrieb negativ führen müssen? Kollege Auer, erklären Sie mir das. Kollege Schultes, sagen Sie, was Sie dagegen unternehmen, als oberster Vertreter der Landwirtschaftskammer. Was tun Sie für 33% der Betriebe, mindestens ein Drittel, die jetzt negative Betriebsergebnisse haben? Was tun Sie dafür? Ja, Sie können den Kopf schütteln, aber das ist die Frage der Bäuerinnen und Bauern. Die stellen Sie sich tagtäglich. Die stellen Sie sich tagtäglich. Muss ich den Betrieb zusperren? Kann ich irgendwie eine Perspektive haben? Und wie soll das gehen, meine Damen und Herren? Die Preisentwicklung am Milchsektor, die Preisentwicklung am Schweinemarkt. Und dann bekommen Sie die letzten Wochen die Betriebe die Einheitswertbescheide zugestellt. Die neuen Einheitswertbescheide, 40% oder mehr der Betriebe, mindestens 40%, haben deutliche Erhöhungen. Und da muss man wissen, ab nächsten Jahr zahlen Sie dann auf Basis dieser neuen Einheitswertbescheide deutlich höhere Sozialversicherungsbeiträge. Und vor allem, wissen Sie was? Der Skandal ist, dass vor allem die Kleinbetriebe deutlich mehr zahlen. Die zahlen die Zeche.
Die Kleinbetriebe werden hier wieder zur Kasse gebeten. Wer ist verantwortlich dafür? Dort sitzt er, der oberste Vertreter der Landwirtschaftskammern, der Kollege Schultes. Er ist Präsident dieser Vereinigung. Ja, er ist Präsident dieser Vereinigung. Wenn ein Arbeiterkammerpräsident so etwas vertreten würde, er würde mit einem nassen Fetzen verjagt werden von allen anderen Kammerpräsidenten. So ist es. Ja? Und wo besteht der Unterschied? Wo besteht der Unterschied? In dem ganz einfachen Tatbestand, dass ein Bundesarbeiterkammerpräsident gewählt ist, ein gewählter Repräsentant. Der oberste Vertreter der Landwirtschaftskammer ist kein von den Mitgliedern gewählter Präsident, sondern er wird im Rahmen eines Vereines gewählt. In diesem Verein sitzen noch zwei Vertreter des Raiffeisenkonzerns. Meine Damen und Herren, mit welcher Legitimation? Da können wir in Sparkassenverein auch eine sitzen oder sonst irgendeine Unternehmung oder die Landesproduktenhändler. Ja, warum sitzen zwei Vertreter? Kollege Auer, du kennst dich aus über die Raiffeisenorganisation. Du bist ein Spezialist. Warum sitzen zwei Vertreter des Raiffeisenverbandes in der Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammer? Das ist die Frage, meine Damen und Herren. Und da wird Politik auf dem Rücken der Bäuerinnen und Bauern gemacht. Und da bin ich jetzt bei dem Punkt, warum wir gegen diesen Bericht auch stimmen werden heute, der sonst gut ist. Nämlich auf Seite 126 lesen Sie dann zu CETA, dass das ein tolles Abkommen ist. Ich glaube, ich höre es nicht recht, ich lese nicht recht, das kann doch nicht sein. Und dieser Herr Minister hat sich auch hingestellt vor einigen Tagen noch und gesagt, natürlich, Freihandel wunderbar für die Landwirtschaft. Ja, was soll denn das bedeuten, meine Damen und Herren? Fühlen Sie sich Ihren Bäuerinnen und Bauern verpflichtet oder der Industrie oder irgendwelcher Exportwirtschaft? Das ist die Frage. Und es steht in diesem grünen Bericht, das Vorsorgeprinzip sei positiv verankert worden. Meine Damen und Herren, das ist falsch. Und wenn etwas Falsches in einem grünen Bericht steht, dann muss man dagegen auftreten und sagen, Herr Minister, das lassen wir uns als Abgeordnete nicht gefallen und das lassen sich vor allem auch die Bäuerinnen und Bauern nicht gefallen. Meine Damen und Herren, so geht's nicht. Sie können, und das ist auch an den Kollegen Schultes, Sie können doch nicht gegen Ihre eigenen Mitglieder eine Position vertreten, die der Landwirtschaft nicht dient. Sagen Sie doch, warum Sie für CETA eintreten, was die Vorteile für die Bäuerinnen und Bauern sind. Die Bäuerinnen und Bauern sehen keine Vorteile in CETA, aber wirklich nicht. Wo sollen sie sein? Die 16.000 Tonnen, die wir mehr an Käse exportieren können? Meine Damen und Herren, da steht gegenüber auf der anderen Seite 100.000 Tonnen Weizen, Zollfreikontingente für Kanada. Da steht auf der anderen Seite 45.000 Tonnen Rindfleisch für Kanada und es steht 75.000 Tonnen Schweinefleisch auf der anderen Seite für Kanada. Also bitte, die Waage ist nicht einmal halb voll, ist die andere Seite. Ja? Und das ist kein positives Ergebnis. Bei angespannten Märkten und die Bäuerinnen und Bauern haben überhaupt kein Interesse, auf dem Weltmarkt zu Schleuderpreisen zu vermarkten. Da muss man dazu sagen, zu welchen Preisen, ich bin gleich fertig, Herr Präsident, zu welchen Preisen wird in Kanada produziert? Schweinepreise -25% gegenüber dem europäischen Durchschnitt, Rindfleischpreise -35% gegenüber dem europäischen Durchschnitt. Und das ist keine Option, meine Damen und Herren. Daher zurück an den Staat. Eine Bundeslandwirtschaftskammer ja, aber eine demokratische. Dankeschön. Ländliche Betriebe hätten ein Drittel ihres Einkommens pro Arbeitskraft verloren, sagt Wolfgang Pirkelhuber, Landwirtschaftssprecher der Grünen. Er bezeichnet es als skandalös, dass auf dem Rücken der kleinen Betriebe Politik gemacht werde.